Hallo zusammen. Neues Video. Thema heute ist Prismen und genauer geht es um das Volumen von Prismen. Wir wollen jetzt gleich von diesem Trapezprisma das Volumen berechnen. Trapezprisma sieht man, denke ich, ganz gut. Die Grundfläche ist ein Trapez, deswegen nennt man das Trapezprisma. Und wir gucken uns einmal eben zuerst ganz allgemein an, was man überhaupt nochmal machen muss, um das Volumen bei einem Prisma zu berechnen. Und zwar gibt es da nämlich eine wunderbare Formel, die lautet, das Volumen ist gleich die Grundfläche, ein großes G, mal H, mal die Höhe des Körpers, also vom Prisma. Man kann da auch noch ein HK rausmachen für die Höhe des Körpers. Das liegt daran, dass er auch das Trapez eine Höhe hat und es sind zwei verschiedene Höhen. Ich muss das nämlich hier einmal im Prisma angucken. Hier rot markiert, das ist die Höhe vom Prisma und in grün markiert, das ist die Höhe des Prismas. Die Höhe des Prismas, also des Körpers, ist immer die Verbindungslinie zwischen den beiden Grundflächen, also zwischen den beiden Trapezen, die man hier hat. Was wissen wir hier schon? Die Höhe des Körpers, die habe ich ja gerade eben grün markiert gehabt, die ist 2 cm lang. Nicht verunsichern lassen, auch wenn diese Höhe des Körpers hier quasi nicht nach oben geht. Die Höhe des Körpers ist, wie gesagt, immer die Verbindungslinie zwischen den beiden Grundflächen. Man könnte dieses Prisma ja auch nach vorne kippen lassen, dann ist das immer noch die Höhe. Also die Höhe ist immer genau diese Linie. Was wir nicht wissen, ist, wie groß die Grundfläche ist. Die müssen wir vorher ausrechnen. Für die Grundfläche gibt es aber auch eine Formel. Und hier ist es wichtig, für die Grundfläche gibt es nicht die eine Formel bei Prismen. Da es sich hier um ein Trapezprisma handelt, braucht man für die Grundfläche auch die Flächenformel vom Trapez. Die lautet ja a plus c durch 2 mal h. Und jetzt müssen wir noch kurz rausfinden, was ist eigentlich hier im Prisma die Seite a, was ist c und was ist die Höhe vom Trapez. Schreibe ich einmal in rot hier rein. Die Seiten a und c im Trapez sind immer die beiden parallelen Seiten. Das heißt, das sind hier die Seiten oben und unten. 4 cm und 2 cm. Die Höhe vom Trapez ist immer, hatte ich ja eben schon eingezeichnet, die Verbindungslinie zwischen diesen beiden Seiten. Die drei Längen brauchen wir jetzt, um die Grundfläche zu berechnen. Die können wir einfach einsetzen. Dann haben wir a plus c, also 4 plus 2, durch 2 mal h, also mal 3. Das kann man jetzt hier, so wie es steht, in den Taschenrechner eingeben. Bei den Zahlen klappt es auch noch ganz gut im Kopf. 4 plus 2 ist 6, 6 durch 2 ergibt 3 und 3 mal 3 ist 9. Die Grundfläche beträgt also 9 Quadratzentimeter. Also fürs Volumen brauchen wir Grundfläche und Höhe des Körpers. Höhe des Körpers konnten wir aus der Skizze ablesen. Die Grundfläche wurde jetzt gerade berechnet. Das heißt, wir können jetzt mit der Volumenformel von oben das Volumen des Prismas berechnen. Ich schreibe es auch mal auf. V gleich G mal HK. Das ist dann V gleich 9 mal 2. Und dementsprechend erhalten wir V gleich 18 cm hoch 3 Kubikzentimeter. Und das ist das Ergebnis für diese Aufgabe. Das Volumen ist 18 Kubikzentimeter groß. Gehen wir nochmal kurz die Schritte durch. Also beim Prisma. Die Volumenformel ist immer Grundfläche mal die Höhe des Körpers. Bei der Grundfläche könnt ihr verschiedene Flächen haben. Hier war es ein Trapez. Es kann aber auch ein Dreieck oder ein Parallelogramm oder was ganz anderes sein. Diese Fläche muss berechnet werden. Natürlich müsst ihr dafür auch dann zum Beispiel bei einem Dreiecksprisma wissen, wie berechne ich eigentlich die Fläche bei einem Dreieck. Die Höhe kann man in der Regel aus diesen Skizzen oder aus den Abbildungen ablesen. Und wenn ihr dann die Grundfläche berechnet habt und die Höhe auch schon kennt, dann könnt ihr einfach Grundfläche mal Höhe rechnen und schon habt ihr das Ergebnis. Das war's zu diesem Video. Ich hoffe, du hast es verstanden und es hat dir gefallen. Wenn ja, drück gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos wieder. Bis bald.